Ja, liebe Zuschauer, wie Sie sehen, ist heute sehr viel Action in der Sporthalle hier. Mein Kollege Dietrich Späte und ich führen hier einen Kinderhandball-Workshop durch für Trainer, die in dem Bereich Mini-Handball, E- und D-Jugend arbeiten. Und diese ganze Veranstaltung ist deshalb zustande gekommen, weil es viele Bundesligisten gibt, die ein Jugendzertifikat haben, die optimale Jugendarbeit leisten, und die bekommen zur Belohnung von der Toyota Handball-Bundesliga finanzielle Unterstützung, um solche Workshops durchzuführen. Und hier in Schwerin, das ist eine von 13 Mannschaften, denen wir diese Möglichkeit bieten können, einen solchen Workshop durchzuführen. Das Ganze ist eigentlich in Gang gekommen durch die Weltmeisterschaft 2007, bei der unsere Mannschaft ja Weltmeister wurde und die Vereine danach einen Riesenboom an Kindern verzeichneten und dann viele Trainer gefunden werden mussten, die diese Kindermannschaften betreuen. Und da haben wir ein großes Problem in Deutschland. Die Kindermannschaften, Minis bis D-Jugend, werden sehr häufig von ganz jungen Trainern betreut, denen aber eigentlich so die Qualifikation fehlt, entwicklungsorientiert für die einzelnen Altersstufen Training anzubieten. Zumeist nehmen sie dann als Trainingsinhalte das, was sie selbst im Training machen, also im Grunde genommen ein reduziertes Jugend- oder Erwachsenentraining. Und der Dietrich Späte, der gerade mit der E-Jugend hier arbeitet, und ich, wir haben uns dann im Grunde genommen die Möglichkeit eingeholt, beim DHB ein Buch zu schreiben mit dem Titel Kinder für Handball begeistern. Und in diesem Buch haben wir einfach mal erklärt, wie Kinderhandball auszusehen hat, wie Kinderhandball abgestimmt werden muss auf die Entwicklung der Kinder im motorischen Bereich. Wir haben ja sehr häufig auch die Situation, dass viele glauben, dass die Kinder sehr früh spezialisiert werden müssten und müssten nur Handball spielen. Aber entscheidend ist eigentlich, dass wir die motorischen Voraussetzungen schaffen müssen, damit die Kinder überhaupt dieses komplexe Spiel realisieren können. Gerade im Mini-Bereich sieht man sehr häufig diese Frühspezialisierung, aber man sieht auch, dass dieses Spiel für die Altersstufe viel zu komplex ist, denn die Kinder haben noch gar nicht gelernt, ihren Körper zu beherrschen. Wie sollen sie dann im Grunde genommen das Regelwerk beherrschen? Wie sollen sie im Raum, der ihnen zur Verfügung steht, im tiefen und breiten Raum agieren können, unter Einbeziehung von Mit- und Gegenspielern, unter Einhaltung des Regelwerks? Und im Grunde genommen auch unter Einhaltung der motorischen Eigenschaften dieses Spiel eigentlich umzusetzen in die Praxis. Und von daher vertreten wir die Auffassung, dass gerade im Bereich Mini-Handball mindestens 60% der Trainingsanteile in der motorischen Vielfalt zu liegen hat, bevor dann im Grunde genommen die spieltechnisch-taktischen Komponenten aufbereitet werden, natürlich kindgemäß, und im Grunde genommen dann erst zum Spiel voll zukommen. Bei der E-Jugend und D-Jugend ist das ähnlich. Hier reduziert sich allerdings dann der Anteil der motorischen Vielfalt auf 40-50%. Und hier wird dann im Grunde genommen der Techniktrainingsanteil bedeutend erhöht, um einfach die Voraussetzungen zu schaffen, wie wir es ja auch im internationalen Handball sehen, dass im Grunde genommen heute die besten Mannschaften auch die besten Einzelspieler haben. Also bilden wir da individuell aus, kommen dann im D-Jugendbereich dann zu Kleingruppenarbeit, sodass einfach Handballspiel über verschiedene Qualitätsstufen hin über die B- und A-Jugend dann in den Leistungshandball münden kann, oder aber für die, die nicht bereit sind, diesen großen Trainingsaufwand zu leisten, im breiten Sport dann endet. Das wäre so global der Ansatz, der hier verfolgt würde. Und wir haben hier heute die Minimannschaft gehabt, die war hervorragend schon motorisch ausgebildet und hat zwei hervorragende Trainer, die uns eure Trainingsprogramm mitgeteilt haben. Und die kann man nur beglückwünschen, dass sie im Grunde genommen mit diesen Inhalten arbeiten. Und auch die E-Jugend ist eigentlich, was das Wurfverhalten angeht, sehr gut ausgebildet. Aber wir haben aber gesehen, dass viele Kinder Probleme haben, gerade was die Beinarbeit angeht, im koordinativen Bereich noch Defizite haben, sodass eigentlich diese Beinarbeit sehr intensiv demnächst geschult werden muss oder perspektivisch geschult werden muss, um einfach auch die hohe Variabilität beim Freilaufen ohne Ball oder in der 1 gegen 1 Situation mit Ball auch letztendlich vernünftig realisieren kann. Und ich denke mir, dass hier ein gutes Feld ist in Schwerin. Wir haben eine Zweitligamannschaft ja hier vor Ort, die man als Orientierung nehmen kann für die Kinder und als Vorbilder letztendlich auch in Szene setzen kann, sodass ich glaube, dass wir hier eine gute Region haben, um Handball auch perspektivisch auf ein hohes Qualitätsniveau zu bringen. Das wäre so ganz global das, was wir im Grunde genommen hier anbieten heute. Und das einfach 13 Mal in Deutschland bei Erst- und Zweitligisten. Und ich denke mir, wir haben bisher 5 Workshops gemacht. Wir haben bei den einzelnen Workshops immer 60 bis 90 Teilnehmer gehabt. Wir haben nächste Woche in Ostwestfalen in Minden 150 Teilnehmer. Und es waren eigentlich 60 so als Limit angesetzt, aber Kindertrainer darf man nicht nach Hause schicken, die muss man vor Ort lassen, und da muss man einfach mit der größeren Gruppe auch arbeiten. Und ich denke auch, dass wir da auf einem guten Weg sind in Deutschland, wobei natürlich in den Landesverbänden das unterschiedlich gehandelt wird. Und ich kann auch hier nur an die Landesverbände appellieren, dass sie gerade im Bereich der Qualifizierung ihrer Kindertrainer gehalten sind, noch viel einzubringen und solche Workshops vielleicht jährlich doch 2-3 Mal anzubieten. Ja.
Porsche Motiv, oder? Beinhändig durch die Beine und den Ball hier hoch.